meine Lieben, ich hatte es am Sonntag bereits erwähnt. Heute kriegt ihr von mir meine allererste Rezension auf diesem Kanal. Und zwar ist die Too Coherent von Laura Newman. Ich hatte versucht, am Samstag dieses Video noch zu drehen, nachdem ich den Lesemonat gedreht habe. Und habe dann aber hinterher beim Schneiden festgestellt, dass ich einfach nur absolut Müll erzählt habe und irgendwie keinen klaren Satz hingekriegt habe, wahrscheinlich aufgrund der Hitze. Deswegen habe ich mir gedacht, ich drehe es lieber doch komplett nochmal neu und dass ihr auch ein halbwegs ordentliches Video bekommt und eine ordentliche Rezension zu diesem Buch. Und ja, darum soll es heute gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen möchte ich mit dem Cover von Coherent. Ich blende euch das Ganze hier jetzt einfach nochmal ein. Mir gefällt das Cover richtig gut, also es ist passend zum Thema der Story auf jeden Fall gehalten und zeigt unsere Hauptprotagonistin Sophie Wallace. Ansonsten ist es recht schlicht gestaltet, was mir persönlich auch immer sehr, sehr gut gefällt. Ich mag das nicht, wenn die zu überladen sind, die Cover, und da einfach zu viel drauf ist. Deswegen, wie gesagt, ich finde das Cover wirklich richtig schön und wirklich meinen allergrößten Respekt an dieser Stelle an dich, Laura. Du machst das richtig toll. Und ja, Coherent ist auch noch in drei große Abschnitte quasi unterteilt an und für sich, die Geschichte. Und vor jedem Abschnitt haben wir nochmal eine Illustration und auch die sind richtig schön gestaltet und man sieht einfach, wie viel Mühe sich Laura hier mit einem gibt und wie viel Kraft und wie viel Schweiß sie da einfach rein investiert in ihre Bücher und dass das halt alles nicht nur so Larifari wird. Und ja, also wie gesagt, das gefällt mir wirklich richtig gut. Wie gesagt, die Illustration und das Cover auch. Und ja, ich denke mal, ich werde mir auch Coherent auf jeden Fall nochmal als Taschenbuch kaufen, weil es einfach schön im Regal aussieht. Aber so viel Lust mal dazu. Kommen wir nun zum Inhalt. Also sprich, worum geht es in diesem Buch eigentlich? In Coherent geht es um die 17-jährige Sophie Wallace. Und irgendwas stimmt in letzter Zeit mit Sophie ganz und gar nicht. Sie hat dauerhaft Kopfschmerzen, weil sie irgendwie immer verschiedene Daten von elektronischen Geräten empfängt. Sie hat keine Ahnung, wo das auf einmal herkommt und sie weiß nicht damit umzugehen, sie ist damit einfach schlicht und weg überfordert. Es macht ihr auch alles eine Heidenangst und ja, mir würde das nicht so gehen, stelle ich das mal vor. Oh, gruselige Vorstellung, so auf einmal so, nee. Sophie hat aber im Moment eigentlich ganz andere Probleme, denn ihre Eltern sind vor kurzem bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen und sie hat das immer noch nicht richtig verarbeitet und auch immer noch nicht richtig verkraftet und sie kann das halt einfach alles nicht verstehen, wieso, weshalb, warum, warum ausgerechnet ihre Eltern. Und ja, deswegen ist Sophie gerade noch quasi in ihrer Trauerverarbeitungsphase und hat halt, wie gesagt, auf einem Ohr plötzlich diese neuen Fähigkeiten, mit denen sie irgendwie umzugehen lernen muss und ist damit einfach nur überfordert. Als das neue Schuljahr beginnt, stellt Sophie mit Erschrecken fest, dass sie sich ja letztes Jahr für das Schüleraustauschprogramm beworben hatte. Ja, Sophie hat jetzt im Moment einfach wirklich keinen Bock drauf. Sie will da nicht hin, sie hat absolut überhaupt keine Lust, wird auch von ihrer Tante Anna, die jetzt inzwischen sich um sie kümmert, bestärkt doch daran teilzunehmen und so lässt sich Sophie halt überreden und fährt nach Frankreich. Sophies Reise beginnt allerdings schon mit ein bisschen Angst, denn sie muss natürlich an den Flughafen, in das Flugzeug und in eine fremde Stadt, wo es natürlich von elektronischen Geräten nur so wimmelt, weil mit dieser ganzen Überreizung an Daten und ja, und Sophie hat halt wirklich immer, wie gesagt, noch nicht rausgekriegt, was das jetzt eigentlich ist und wo es genau herkommt. In Frankreich angekommen, merkt Sophie aber schnell, dass ihre Austauscheltern gar nicht mal so übel sind und eigentlich ganz cool drauf sind und dass Frankreich einfach ein wunderschönes Land ist. Und sie schafft es dann irgendwie doch auch dort zurechtzukommen und lernt nach ein paar Tagen den Franzosen Jean Remy kennen. Die zwei verstehen sich auf Anhieb wirklich richtig gut und haben sofort da so eine spezielle Verbindung zueinander. Und Jean geht auch auf die gleiche Schule wie Sophie und so verbringen sie ziemlich viel Zeit miteinander. So kommt es auch, dass Sophie sich Jean anvertraut. Sie hat bisher mit niemandem über diese neuen Fähigkeiten, über diese Gabe geredet, weil sie einfach Angst hat, als bekloppt abgeschnibbelt zu werden. Und wie gesagt, hat halt diese spezielle Verbindung zu Jean und vertraut sich ihr an in der Hoffnung, dass er das Ganze versteht und ihr da irgendwie mithilft umzugehen und ihr vielleicht auch mit einfach emotional zur Seite steht, dass sie einfach mit dem ganzen Mist nicht mehr alleine fertig werden muss. So versuchen die beiden, den Fähigkeiten von Sophie auf den Grund zu gehen, was aber gar kein so ungefährliches Unterfangen ist. Denn es gibt in diesem Buch noch eine gewisse Institution, die irgendwie weiß, dass mit Sophie was nicht stimmt und sie auch rund um die Uhr beschatten lässt. Mehr möchte ich dazu eigentlich auch jetzt erstmal gar nicht sagen, sonst verrate ich, glaube ich, zu viel vom Inhalt. Auf jeden Fall, die Geschichte ist einfach richtig cool. Meine Meinung zum Buch. Also ich finde das ganze Thema eigentlich schon recht spannend, weil in der heutigen Zeit, wo alles ja nur noch mit Smartphones und Tablets und Internet funktioniert irgendwie, unsere ganze gesellschaftliche Struktur hat sich ja dahingehend schon echt krass verändert. Warum sollte es dann nicht möglich sein, dass wir eines Tages wirklich
mit unseren Gedanken einfach die Möglichkeit haben, ins Internet zu gehen und dieses Ganze auch zu beeinflussen und zu steuern. Nur meine Frage wäre halt, wohin geht das Ganze? Was hat das für Konsequenzen dann im Endeffekt? Was zieht das Ganze nach sich? Aber das ist ein anderes Thema und ja, kommen wir jetzt erstmal zu. Also zunächst kann ich erstmal sagen, dass Coherent mir wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Da ich ja Lauras Nacht so eine Trilogie quasi schon gelesen habe, hatte ich auch entsprechende Erwartungen an das Buch. Und ich muss sagen, Laura hat mich da wirklich nicht enttäuscht, obwohl bei Coherent ist diesmal bei mir nicht so, hat so das Zünglein an der Waage gefehlt, ich weiß auch nicht. Es hat mich nicht von Anfang an so gepackt, wie es jetzt bei der Nachtsonde war, da war ich von der ersten bis zur letzten Seite wirklich komplett in der Story drin. Also ich hatte irgendwie dieses Mal kleine Startschwierigkeiten mit der Geschichte. Ich weiß wirklich nicht, woran das gelegen hat. Ich kam am Anfang irgendwie nicht so richtig rein. Also keine Ahnung, woran das lag. Kann ich jetzt einfach wirklich nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich habe dann echt jetzt lange hin und her überlegt, was das gewesen sein könnte. Vielleicht waren es auch die äußeren Umstände, also sprich, dass ich wirklich irgendwie in der Woche, wo ich das angefangen habe zu lesen, nicht wirklich richtig Lust hatte und arbeitsbedingt viel Stress hatte in der Woche. Ich kann es euch einmal nicht sagen, auf jeden Fall, wie gesagt, bin ich in die Geschichte am Anfang nicht richtig reingekommen. Also es hat schon das erste Viertel gedauert, aber dann war ich richtig drin. Und dann konnte ich das Buch auch nicht mehr weglegen, denn die Spannung, die steigert sich dann echt kontinuierlich in dem Buch und wow, man denkt sich so, oh mein Gott, und was passiert als nächstes? Ja, also wie gesagt, bis auf diese kleinen Startschwierigkeiten war ich ansonsten in der Story wirklich richtig gut drin. Kommen wir zu den Protagonisten im Buch. Das Buch, erstmal vorweg gesagt, ist aus drei verschiedenen Sichtweisen geschrieben, was ich wirklich gut finde für die Geschichte an und für sich. Aber fangen wir mal an. Also wir hätten hier einmal die zwei Hauptprotagonisten, Sophie und Jean, dessen Sicht wir lesen. Und dann haben wir noch den dritten im Bunde, und zwar ist das Lamar Bishop. Und Lamar ist in dem Sinne der Böse. Also er ist derjenige, der für diese Institution arbeitet. Und es ist aber wirklich richtig spannend zu lesen, was halt gerade auf der Gegenseite quasi passiert. Das heißt, man ist als Leser immer ein Stück voraus im Gegenzug zu Sophie. Ihr wisst, was ich meine. Also wir sind weiter als Sophie. Also wir wissen was Sophie noch nicht weiß. Und das ist teilweise wirklich so, oh mein Gott. Das hat mich teilweise vielleicht auch wirklich den Kopf schütteln lassen. Weil ich hatte so Momente im Buch, wo ich immer dachte, Mädchen, nein, tu das nicht. Warum machst du das? Einfach, weil ich vielleicht schon wusste, was die Institution vorhat und was als nächstes passiert. Und man denkt sich dann so, oh mein Gott, tu es nicht. Nein, das geht schief. Na gut, Sophie weiß das natürlich nicht, dass wir das jetzt wissen. Und sie macht es dann halt natürlich trotzdem, wo man sich denkt so, ah nein, oh mein Gott. Lass es. Und ja, das war irgendwie schon richtig fies in dem Buch, weil man hat wirklich gedacht so, ah, nein, das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und ja, also wie gesagt, also du als Leser weißt halt schon, was passiert, während Sophie noch irgendwo im Tal der Ahnungslosen rumschwimmt und keine Ahnung hat, was eigentlich gerade los ist. Und aber wie gesagt, also für mich als Leser war das einerseits wirklich richtig cool zu wissen, was passiert, aber andererseits hat man halt dieses, nein, tu's nicht, lass das geht schief, dieses Gefühl. Und man möchte am liebsten in das Buch reinschreien, dass sie es einfach lassen soll. Und nein, tu's nicht. Und naja, sie tut's halt dann doch. Ihr wisst, wie es ist. Aber wie gesagt, das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Die Protagonisten an und für sich haben eine gewisse Tiefe, dass man sich gut in sie hineinversetzen kann und in die jeweilige Situation hineinversetzen kann und mit den Protagonisten auch mitfühlen kann. Und man merkt auch in der Geschichte richtig gut, wie sich die Protagonisten verändern und weiterentwickeln. Ja, das hat Laura wirklich richtig gut gemacht. Soviel zu den Protagonisten. Kommen wir mal zu den Schauplätzen, wo Coherent spielt. Das erste Drittel, das Gute, spielt ja in Frankreich. Ja, was soll ich sagen? Man konnte sich diese Schauplätze wirklich richtig gut vorstellen, wie Laura das beschrieben hat und wie sie das beschrieben hat. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe auf Lara ihrem YouTube-Kanal, The Looney Life, mir die Videos von ihrem Frankreich-Urlaub angesehen und hat sie ja immer mal gesagt, hier, guckt euch das mal an und merkt euch das, das kommt im neuen Buch vielleicht mit drin vor. Und ja, dadurch hatte ich quasi ja teilweise schon echt den Vorteil, dass ich das gesehen habe und mir das dadurch leichter im Kopf auch vorstellen konnte. Aber auch die Szenen, die nicht in Frankreich spielen, sind wirklich richtig gut beschrieben und richtig gut ausgearbeitet, dass man sich das Ganze wirklich richtig gut vorstellen kann. Und ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde auch, Laura hat irgendwie immer zu jedem Protagonisten, den man gerade gelesen hat, eine bestimmte Atmosphäre geschaffen. Also man hat sich beim Lesen anders gefühlt, wenn ich Jean gelesen habe, wie wenn ich Sophie gelesen habe. Und wieder anders war ich, wenn ich Lamar gelesen habe. Also wisst ihr, was ich meine? Also sie hat da bei jedem Protagonisten so eine bestimmte Atmosphäre erschaffen. Kommen wir zu den Plots in der Geschichte. Die Plots in der Geschichte waren wirklich richtig gut und sehr überraschend. Und es gab zum Ende hin gab es einen Plot, wo ich dachte so, what the fuck?
was ist denn das? Das kann doch jetzt überhaupt nicht wahr sein. Also ich habe schon sowas in die Richtung geahnt, dass es sowas sein könnte, aber dass es dann schlussendlich das so war, damit habe ich nicht gerechnet. Und das war wirklich richtig krass. Das ist natürlich blöd, dass ich euch jetzt nicht sagen kann, was, aber lest das Buch einfach, weil das war wirklich so, oh mein Gott, das kann doch jetzt nicht wahr sein, was geht hier ab? Und ja, also das hat mir auch richtig gut gefallen, die Plots, und gerade zum Ende hin war es wirklich richtig spannend. Ja, wo mir auch schon beim Thema wären, die Spannung. Also die Spannung baut sich wirklich im Buch immer mehr auf und die ist dann zum Ende, ist die so, dass man wirklich noch denkt, oh mein Gott, ich will jetzt wissen, wie es ausgeht. Jetzt erzählt mir einfach, was jetzt passiert, verdammt. Ich halte es nicht mehr aus. Da gibt es am Ende dann auch eine Szene, so eine Schlüsselszene, sag ich mal, zum Ende hin. Und man liest diese Szene aus der Sicht von allen drei Protagonisten. Also man liest sie quasi von Jeans Sicht, aus Sophies Sicht und aus Lamars Sicht, wie halt jeder diese Szene gerade so erlebt. Das hat mich während des Lesens ein bisschen genervt. Also das hat mich wirklich so, weil ich so ein ungeduldiger Mensch bin, und mich hat das dann wirklich so, oh mein Gott, wieso muss ich das jetzt nochmal lesen? Ich weiß doch vom Prinzip, wie diese Szene ausgeht. Im Nachhinein betrachtet finde ich das wirklich richtig gut, weil man halt wirklich auch nochmal die Gefühle jedes einzelnen Protagonisten dadurch besser rübergebracht bekommt und allgemein diese ganzen Sachen, die jetzt bei dem einen, was der eine sieht, was der andere nicht sieht, und ja, also das zum Ende, also im Nachhinein betrachtet, hat mir das wirklich richtig gut gefallen, aber wo ich das Ganze gelesen habe, habe ich so gedacht, so, oh, nein, jetzt lese ich das nochmal, verdammt, ich will wissen, wie es weitergeht, was passiert als nächstes, oh mein Gott, weil da wirklich dieser Spannungsbogen so weit oben war, dass es nicht mehr zum Aushalten war. Und ja, und das hat Laura wirklich richtig gut gemacht. Kommen wir nun zum Ende. Also ich habe hier Coherent 4,5 von 5 Sternen gegeben, einfach aus dem Punkt, weil es mich irgendwie nicht so gepackt hat wie bei der Nachtsonne, und wie gesagt, so das Zünden an der Waage hat gefehlt. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ich kann es euch echt nicht sagen, aber ich finde 4,5 Sterne auch immer noch richtig, richtig gut. Also mein Fazit ist, ich empfehle Coherent wirklich jeden, der Lust auf ein gefühlvolles, nervenaufreibendes, spannendes Buch hat, das definitiv mehr zu bieten hat, als es auf den ersten Blick erscheint. Und wie gesagt, diese Geschichte ist wirklich so cool und so umfangreich und so liebevoll geschrieben. Und ach ja, Laura, Schreibstil war wieder richtig, richtig gut. Er hat mir wieder richtig gut gefallen. Er war flüssig, es waren keine komplizierten Schachtelsätze drin. Und ja, auch wie gesagt, der hat mir bei der Nacht der Schreibstil von Laura hat mir bei der Nachtsonne ja schon richtig gut gefallen. Und den hat sie auch hier klar wieder rübergebracht. Und ja, wie gesagt, lest dieses Buch. Es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Das war sie, meine Rezension zu Coherent. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe wieder ziemlich viel und ziemlich schnell und auch etwas durcheinander geredet. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich verlinke euch hier in der Endcard einfach nochmal den Trailer zu Coherent auf Laura, ihrem Kanal, und bedanke mich fürs Gucken und wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.